Und damit recht herzlich willkommen zurück zu World of Stories Volume 3 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Wir sind gerade unterwegs oberirdisch auf der Circle Line und ja, fahren so munter vor uns hin. Unser Ausbilder steht hier noch dabei und guckt uns kritisch über die Schulter. Ansage. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Quatsch gemacht, aus Versehen, weil ich habe irgendwie auf einmal links die Türen aufgemacht. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber haben wir einen Griff bekommen, alles halb so wild. Wir sind krass verspätet, wir sind jetzt in Royal Oak. Abfahrt eigentlich 6.25 Uhr, jetzt haben wir 6.51 Uhr, kein Kommentar dazu. Wir machen auf den Laden. 21, 22, 23, so komm jetzt. Gucken wir noch zu, wie die letzten da einsteigen und jetzt ist auch... Ja komm, wir können jetzt nicht auf jeden warten, ne? So. Machen wir zu den Bums. Ich würde sagen, Abfahrt. Und zwar Dalli. Also mal kurz die Tür hier wieder zumachen. Und weiter geht's. So, jetzt dürfen wir wieder die schöne Pfeife betätigen. Schön, was hier so alles rumsteht, so diese Bretter und ich weiß nicht was alles. Wie gesagt, das macht einen netten Eindruck. Was ich übrigens auch krass finde bei den Engländern, das muss ich nochmal kurz sagen, also das fällt mir gerade wieder ein. Das Ding fährt ja mit Strom, ne? Wo kommt der Strom her? Natürlich aus einer Stromschiene, aber wie liegt die Stromschiene da? Oder die Stromschienen, muss man ja sagen. Ziemlich offen, ne? Das finde ich so krass bei den Engländern. Die sind da sehr schmerzfrei. Die haben offen liegende Stromschienen. Ich weiß nicht, wie viel Strom, also wie viel Spannung da drauf sind. Aber, Freunde. Also wenn man da einmal drauf tritt, dann ist man sowas von gar. Also da kann man, also knuspriges Hähnchen ist ein Dreck dagegen. Also das finde ich schon echt mutig. Sagen wir mal mutig. Das wäre in Deutschland nicht denkbar. Da gibt es ja Vorschriften und Regelungen und Richtlinien, was da Zeugs hält. Also das wäre einfach nicht machbar, glaube ich. Please mind the gap. Mind the gap. Please mind the gap. So, ich wollte sagen, machen wir wieder zu. Und fahren wieder weiter. Das geht echt zack zack hier. Also wie gesagt, wenn man da so ein bisschen reinkommt, dann kann man glaube ich echt Spaß damit haben. Also ich habe jetzt schon Spaß, sage ich mal. Aber ich meine jetzt Spaß im Sinne von Fahrplan halten. So, die Pfeife klingt irgendwie echt lustig. Mich würde mal interessieren, ist jemand schon mal von euch mit der Londoner... Londoner U-Bahn gefahren? Und wenn ja, kann er vielleicht reinschreiben, wenn er will. Hat man einen Wiedererkennungseffekt? Und ich meine jetzt nicht speziell, ob die Stationen 1 zu 1 umgesetzt worden sind, so okay, wenn das so ist, super, ne? Also soll ja eigentlich der Fall sein. Aber ich meine vom Gefühl her, ist das London? Soll ich mir so London vorstellen? Ich weiß nicht. Ah, hier übrigens das Phänomen, der Zug steckt in der Bahnsteigkante. So, Abfahrt. Weiter geht's. Tür ist noch auf. So. Aber es ist echt angenehm. Es fährt sich wunderbar. Es macht doch Spaß. So, komm, schneller, schneller. Das finde ich echt das Schöne, man kriegt so einen leichten Ehrgeiz. Also wie gesagt, den Fahrplan haben wir sowieso komplett zerrissen, also den kriegen wir auch nicht mehr reingeholt. Aber so dieses Zack-Zack, so reinfahren, rausfahren, schneller, riskanter, ja, man soll es nicht übertreiben. Ich habe letztens noch schöne Bilder gesehen von ICEs, die halt bumsvolle Kanne gegen einen Prellbock gefahren sind. Das ist dann nicht so schön. Aber ich meine, das ist natürlich doof. Also da hat dann entweder jemand einfach gepennt oder
sich schlicht und einfach verschätzt. So, Tür ist zu. Weiter. Boah, wie das hier rappelt. Aber seht ihr diese Vibration? Ich finde das echt gut gemacht. Woodlane. Aber so U-Bahn-Systeme, also wie man das entwirft, also wie man so ein U-Bahn-System plant, finde ich immer interessant, weil vor allen Dingen kommt ja da immer noch was Neues dazu oder ne? Also das ist ja auch ständig im Wandel. Finde ich auch immer interessant. Das sieht man ja in Berlin zum Beispiel gerade. Ja, wir haben keine Zeit. Tut mir leid für die Fahrgäste, die jetzt nicht mitgekommen sind, aber Ed muss vorangehen, Freunde. Ed muss vorangehen. Deswegen geht's voran. So, und der steht hier einfach regungslos rum. Also ich vergesse den tatsächlich. Das ist unser Ausbilder übrigens, ne? Eddie oder wie er heißt. Und Eddie ist stumm und steht einfach nur so rum. Das reimt sich. Eddie, wie geht's dir so? Ja? Ja, sehe ich auch so. Oh, wir sind zu schnell. Aber ich meine, für einen Ausbilder ist er ziemlich entspannt. Also, wenn ich zu schnell gefahren bin, mein Fahrlehrer von der Fahrschule, der wäre da nicht ganz so erfreut gewesen. Ich meine, er ist auch nicht erfreut, so vom Gesichtsausdruck her. Kann man das jetzt nicht sagen, ne? Aber er regt sich auch nicht auf. Mensch, Zengel, das kannst du doch nicht machen, hier so schnell fahren. Interessant finde ich, dass die Stromschienen nicht immer den gleichen Abstand. Oh! Boah, die Frau, die war aber krass. Interessant finde ich, dass die Stromschienen nicht immer denselben Abstand zum Gleis haben. Das ist unrealistisch. Das ist. Weil, ich meine. Wie soll das klappen? Wie stellen die sich das vor? Oh, habt ihr gesehen, wenn ich die Tür hier auf und zu mache? Der Schattenwurf. Schön. Schön ist das. Ja, aber das finde ich irgendwie zum Beispiel komisch. Also, wenn man sich das zum Beispiel anguckt. Die rechts ist jetzt sehr generell, das ist alles verschoben ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das ist zum Beispiel nicht so. Nicht so optimal, sage ich mal. So, machen wir zu den Laden hier. Ich will weiterfahren. Keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wie manch einer singen würde. So, jetzt haben wir auch keinen Zug mehr vor uns. Wir sind einfach zu lahm. Ich weiß nicht, man muss, glaube ich, echt aggressiv fahren hier. Ich glaube, das muss man echt lernen. Und deswegen sagt der Typ auch nichts, weil der denkt. Ich denke so, wieso fährt er innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung? Was ist los mit dem Jungen? Er ist viel zu lahm. Aber die alte Oma da hinten im letzten Wagen, die muss bis nach vorne durchjagen. Wobei, das geht schwierig, weil die haben ja hier überall Türen zwischen. So, Freunde, ich muss Fahrplan einholen. Es ist keine Zeit für längere Aufenthalte. Ach, schön. Es ist manchmal schön gemein zu sein, so wenn man denkt dann so, oh ne, da sind jetzt, keine Ahnung, 10 Leute, die es nicht pünktlich geschafft haben oder die jetzt nicht im Zug sitzen. Das ist traurig, aber es ist ja irgendwie so. Ach, die Engländer sind süß. Ah, wir fahren jetzt hier auf dieses Stumpfgleis. Na klar, Hammersmith halt. Oh, ist das
cool. Ja, was soll ich sagen? Schön. Also ich finde, das ist ein guter erster Eindruck. So. Würde man sagen. Öffnen wir mal den Bums. Where this? Nett, ne? Regt mich nur ein bisschen auf, dass er immer seinen Kopf bewegt. So, und jetzt? Ich weiß jetzt nicht, was Eddie von uns will, unser Ausbilder. Wir haben den Fahrplan jetzt abgeschlossen, ne? Abfahrt soll, Abfahrt ist. 7.01 Uhr. 6.07 Uhr. Ach du meine Güte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da noch was passiert. Ansonsten würde ich sagen, wir können uns mal den Innenraum vom Zug anschauen. Ich meine, unser Ausbilder ist da sowieso noch ein bisschen beschäftigt. Warum sind die Texturen eigentlich so matschig? Weiß ich nicht. Egal, machen wir mal die Tür auf, dann kann er gucken, was wir eigentlich hier tun. Die Engländer haben ja, glaube ich, auch so ein schmales Profil, ne? Bei den U-Bahnen. Gehen wir dafür in die Innenansicht. In die Innenansicht, sag ich schon. Ego-Perspektive. Machen wir hier die Türen auf. Das finde ich zum Beispiel auch super. Man kann wohl auch irgendwie mit anderen Zügen mitfahren. Ich überlege gerade, ob wir das hier machen können. Wo fährt denn jetzt demnächst einer ein? Naja, aber ich probiere jetzt einfach noch mal kurz den Zug abzurüsten. So, jetzt gehen wir zurück hier auf den... Na... So, und jetzt sehr schön. Ah, okay, wir müssen tatsächlich nur den Zug so abrüsten. Erfolgreich, kriegen wir jetzt noch eine Bewertung? Nein. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einblick gewesen in World of Surprise Volume 3. Wie gesagt, schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ich euch zeigen kann. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen rumfahren. Vielleicht gucken wir mal, was wir da bei Szenarien haben oder Aufgaben. Also, ja, natürlich können wir jetzt einfach auch die Szenarien abarbeiten. Ich weiß nicht, ich überlege mir das nochmal ein bisschen. Ich warte einfach, bis die Videos online waren und dann schauen wir nochmal, würde ich sagen. Und bis dann, tschüss. Euer Zengis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel und vielleicht auch mit mir. Vielleicht sieht man sich ja wieder oder ihr hört mich wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Ist das still?